Moin zusammen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Home of Smart. Ich bin Rob und ich teste gerne auch Saugroboter. Ja, ich gehe auf die 40 zu. Und da habe ich jetzt ein Gerät von Trifo bekommen, Emma Pet. Ja, was es mit dem Pet auf sich hat, dazu noch später. Es soll ja auch um Tierhaare natürlich gehen, aber erstmal kommen wir hier zu dem Sauger. Der ist nicht sonderlich schwer, maximal 3-4 Kilo. Und der kommt zu einem sehr, sagen wir mal, günstigen Preispunkt daher, wo sich viel Konkurrenz tummelt, so 170 Euro, manchmal könnt ihr den auch schon für 150 und sogar noch billiger bekommen, wenn ihr auf die Pet-Funktion verzichtet, da habe ich ihn auch schon für 120 Euro gesehen. Das sollte euch erstmal einen Eindruck geben, wo sich dieses Gerät preislich befindet. Wenn man in diesem Preissegment unterwegs ist, dann gibt es ja viel günstigen Krempel mit ganz schlimmen Apps, Geräte, die sich nicht verbinden lassen, wo man gefühlt das Gerät an die Wand schmeißen möchte. Aber hier war ich aufgrund des geringen Preispunkts dann doch überrascht. Das war sehr einfach. Die App ist für Android und iOS und die sieht nicht so aus wie so eine App, die es auch für 20 andere Geräte gibt. Die scheint wirklich von dieser Marke, nicht irgendeinem chinesischen Auftragshersteller, gemacht zu sein. Und die ist gut. Ja, es geht schon damit los, dass man hier eine eigene Wi-Fi-Taste hat, denn unter der Haube verbirgt sich dann auch der Schmutzbehälter. Das heißt, ihr müsst das Gerät nicht umdrehen oder hinten rausnehmen, den Schmutzbehälter. Nein, es gibt sogar eine dedizierte Push-Taste. Und dann könnt ihr einfach den, ich glaube 600 Milliliter waren es, hier schon ein bisschen Katzenstreu und so drin, rausnehmen. Kleiner Filter auf der Rückseite. Gar nicht so schlecht gemacht. Vor allem mit dieser Klappe, dass man halt am Ende des Saugvorgangs, wenn er dann fertig gesaugt hat, dann einfach oben aufmacht und dann verschwindet das auch wieder. Zwei Bedientasten, ein und aus und dann noch dieses Home, das er zurückfahren soll. Das heißt, wenn er eine Home-Taste hat, ihr könnt ihn auch, wenn er sich festgefahren hat, ja, dann könnt ihr ihn einfach hochnehmen. Das findet er natürlich nicht gut, aber ihr könnt ihn dann vor die Ladestation setzen, was ich auch ausprobiert habe. Dann dreht er sich einmal im Kreis, findet aufgrund der LEDs die Ladestation und fährt zurück. Das heißt, der vergisst nicht, wie viele andere Geräte in dieser Preisklasse, die komplette Karte, das komplette Mapping, fährt nochmal ins Badezimmer zurück. Nein, ihr müsst ihn einfach nur vor die Ladestation setzen und dann findet er das und fährt zurück. Gut, dann ist die Karte dahin, aber egal. Karte. Er macht eine Karte, so den Weg, den er so fährt, rumst überall gegen. Manchmal rumst er auch ein bisschen doll dazu gegen und will dann weiter. Habe ich nie verstanden, warum, wenn er den Effekt hier kriegt, es geht nicht weiter, dass diese Saugroboter dann immer trotzdem dahin wollen. Eigentlich wäre es doch, da geht es nicht weiter, hier fahre ich nicht weiter. Habe ich nie verstanden. Das Problem hat er auch, fährt dann irgendwann, wenn man ihn beobachtet, wieder selbstständig weg aus seiner misslichen Lage und aufgrund seiner Bauform, die jetzt nicht ganz tief, also hoch oder tief, also seine Höhe, wollte ich sagen, selten ist es so, dass er sich irgendwo völlig drunter verfranst. Ich habe so eine Kommode, da verfransen sich alle Saugroboter, die schafft er auch nicht, aber gut, dann bleibt er stehen, geht aus, macht nichts, tut nichts und wieder vor die Station setzen und dann ist alles gut. So richtig smart ist die App dann aber auch nicht, weil die zeigt euch im Endeffekt an, Saugleistung einstellen, Flüstermodus und, haltet euch fest, er redet und er redet ganz schön viel, sogar in deutscher Sprache. Ihr könnt nämlich ein Sprachpaket in der App runterladen, deutsche Sprache, und dann sagt er auch, Reinigungsvorgang startet, jetzt zurück zur Ladestation und so weiter. Habe ich nach einem Tag ausgemacht. Flüstermodus heißt halt, er ist sehr leise. Sobald ihr dann die volle Power gibt, dann wird er auch laut und so ein bisschen pfeifig, nenne ich das mal so. Ja, dann fällt er schon auf im Wohnraum. Insgesamt, er kommt aber auch über dickeren Teppichboden rüber, hat eine vergleichsweise breite Bürste, jetzt auch nicht überbreit, zwei Antriebsräder, ein Lenkrad und er hat halt nicht eine von diesen Bürsten hier an der, also doch, er hat nur eine und nicht zwei Bürsten, ja. Irgendwo muss der Preis ja auch zustande kommen. Er hat hier eine so eine Bürste mit kurzen und längeren Haaren und er hat noch ein besonderes Feature. Er hat nämlich für seine Preisklasse, ich glaube, das kommt jetzt überall, wo habe ich es? Ja, er hat noch so ein Pad, so einen Aufsatz, und den könnt ihr drunter schieben, klick, und dann habt ihr hier im Endeffekt zwei so Velcros, das hier ein Tuch, was sogar beigelegt ist, ich habe es gerade nicht da, doch hier, komm. Und dieses Tuch könnt ihr dann theoretisch noch da drunter machen. Dadurch, dass er jetzt aber keine gesonderte Teppichbodenerkennung oder sonst was hat, ist das eher ein Gimmick. Hier an der Seite, wo war es genau, könnt ihr aufmachen, dann könnt ihr da so unter den Wasserhahn ein bisschen Wasser reintun.
vielleicht mit ein bisschen Spüli oder was weiß ich noch rein und dann zieht er das hinter sich her. Ist aber eher ein Gimmick. Also wer jetzt nur Fliesen hat, empfehlenswert. Kann man machen, da muss man das Tuch ab und zu tauschen. Super Sache, lasst es einfach mitfahren. Das Wasser kommt natürlich auch gar nicht in diesen Behälter hier irgendwo rein, sondern hängt einfach unten drunter. Das ist nicht dumm, aber so ganz überzeugt, das ist so ein, nennen wir es mal, Gimmick, was er noch hat. Also wenn man nur Fliesenboden hat, kann ich es empfehlen. Ansonsten kauft euch den jetzt nicht wegen dieser Wischfunktion. Das macht doch eher weniger Sinn. Sonst, er macht ziemlich lange Touren, so 110 Minuten laut Hersteller, aber als ich ihn hier so rumfahren lassen hat, er ist gut lange unterwegs. Er hat sich unterm Bett auch nicht verfranst, dass ich ihn da dauernd rausholen muss oder dass er sich festfährt. Er fährt sich fest, wie jeder andere auch, weil hier viel Kinderspielzeug und so rumliegt, aber er kommt auch über so eine Spielematte noch rüber. Da war ich dann doch überrascht und er fährt sich nicht komplett fest. Kommt immer darauf an, was ihr für eine Wohnung habt oder nicht. Ihr müsst natürlich die Saugleistung schon spürbar hochstellen, weil wir haben hier jetzt kein Gerät für 800 Euro, was alles Mögliche an Bord hat, sondern 2600 mAh Akkukapazität, 30 Watt. Und er sagt halt, das steht die ganze Zeit auf der Verpackung und überall drauf. So, da stand doch, genau, 4000 PA. Sind also 3000 PA, sind bei ihm 4000 PA, weil er so eine dolle Technik hat. Ja, okay. Kann man machen, ja. Und er hat noch hier so eine No-Tangle Pet Hair Extractor. Also er hat da angeblich noch für die Tierhaare, das ist noch toller, weil die werden hier mit dieser super Bürste mit verschiedenen Längen und also würde ich jetzt nicht viel drauf geben. Jeder andere Staubsauger-Roboter kriegt die Tierhaare, wenn sie denn auf dem Boden liegen und nicht auf dem Sofa, weil da kommen ja die Saugroboter gar nicht drauf. Er kriegt die auch mit, aber hier wird halt nochmal speziell damit geworben. Ja, No Tangle Tierhaar Extractor, ja. Gut, wenn ihr so einen Hund habt, der da noch irgendwie, da gibt es ja Möglichkeiten, das ist glaube ich hier dieser Tierhaar Extractor, bei dem man noch dann die Tierhaare alles mitnehmen könnt. Insgesamt, App ist in Ordnung und das ist schon eins der Hauptmerkmale, was man beachten muss. Die App ist in Ordnung. Qualität ist okay, ist jetzt Plastik mit dieser metallisch wirkenden Klappe, die echt praktisch ist, weil dadurch versteckt sich der ganze Mechanismus. Ihr habt eine Reset-Taste, eine Wi-Fi-Blinke, dass ihr den anschließen könnt und 2,4 GHz. Der ist jetzt nicht 5 GHz fähig oder so, das ist ein ganz klassischer Saugroboter, der aber noch sogar Sensoren hat für die Treppenstufen. Also er kann nicht... Kann er wahrscheinlich auch, aber ich habe hier keine Treppenstufen. Hat da vorne nochmal Sensoren, um genau zu sein, hier und hier auch nochmal, ich glaube 6 Stück insgesamt. Und das heißt, er erkennt auch, wenn er runterfallen würde. Sonst, sehr klassischer Saugroboter, kann man jetzt nicht so viel mit falsch machen, wenn man eine sehr einfache Wohnung hat, wo jetzt nicht noch komische Stühle mit so Chrom unten dran und so irgendwie den Weg versperren. Dann kann man den locker nehmen oder fürs Büro, wo nicht viel rumsteht. Da kann man sogar das Wischtuch noch dran machen. Wenn es dann komplizierter wird oder noch mehr Räume anzufahren sind oder er sich Räume sogar merken muss, dann würde ich vielleicht ein bisschen mehr Geld investieren. Aber für so eine Single-Wohnung, wenn da jetzt der irgendwie da rumfährt und man nicht viel Kram auf dem Boden liegen hat, passt rein. Ihr könnt ihn sogar mit Alexa steuern. Dann könnt ihr den Skill Trifo Emma an, Trifo Emma aus. Mehr ist das auch nicht. Hier steht groß Alexa dran. Das ist bei allen immer so, aber das heißt im Endeffekt, ihr könnt die mit Alexa koppeln, dann geht er an und aus oder fährt zurück. Aber ganz ehrlich, hab nicht viel erwartet. Dadurch, dass wir das Pad unten noch für die Wischfunktion dran haben, nice to have. Und für 170 Euro, 150 Euro, wenn ihr ihn irgendwo günstig schießen könnt, kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Wenn ihr Fragen zu dem Gerät habt, stellt sie einfach in die Kommentare und wir sehen uns wieder beim nächsten Video, wenn du willst. Und vielleicht die Glocke und abonnieren und diesen ganzen Krempel, ne? Hätte ich am Anfang sagen müssen. Tschüss.